machen wir mal weiter. Was wir nämlich zum Beispiel noch brauchen, Gebäude. Ist das hier? Das Expeditionszentrum. So, das Expeditionszentrum, bin ich jetzt rotzfrech, schicken wir gleich los. Ich weiß, was als nächste Aufgabe kommt. Ich weiß, dass die arschteuer wird. Der Apatosaurus braucht so viel. Der Ceratosaurus, den brauchen wir aber dringend, weil es ist nämlich ein Fleischfresser. Und ohne den geht nämlich mal gar nichts. Deswegen holen wir uns den gleich mal. Bei 80.000 ist nicht so teuer. So, erhöhe den Gastkomfort. Gäste haben meines Wissens jetzt die Möglichkeit zu sagen, wir haben gehört, da gibt es was Nices und das nennt sich Zug. Sie. Diese Möglichkeit gibt es, liebe Gäste. Jetzt gerade nur mal schauen. Wir haben für die Gäste eigentlich noch die große Einrichtung. Einmal, zweimal. Spielzeug. Essen. Spielzeug. Schutzraum. Hier könnte es praktisch noch ein Hotel rein. Ich weiß nicht mal, ob das kleine Hotel da überhaupt reinpassen würde. Ja. Aber wir müssen interessieren, ob das große dann auch reinpasst. Ich glaube nämlich nicht. Also wenn das schon so eng ist, glaube ich nicht, dass das andere reinpasst. Aber gut. Ja, ich brauche mal da hinten Kraftwerk. Es ist so. Es ist so. Wir brauchen da hinten eigentlich ein Kraftwerk. Wir brauchen hier ein Umspannwerk, was eben hier rein, oder dieses Umspannwerk kommt dann eigentlich hier eben hin. Damit das alles beinhaltet, was da so rumsteht.
unten steht dann das Kraftwerk. Bedeutet aber auch. Dass das echt scheiße aussieht, wenn wir die direkt dahin klatschen. Sorry. Wenn sie da reinbauen, hätte ich kein Problem damit. Man läuft die Zugstrecke fast unsichtbar eigentlich an dem Ding hier vorbei, an dem Hauptteil. Auch nicht, warum man nicht einfach hier hinten anbauen kann. Mein Problem ist halt, das kann schon funktionieren hier. Aber wir nehmen uns halt hier theoretisch Platz weg für Mosasaurus und Ding. Das fände ich halt schade. Das fände ich halt wirklich schade. Was wir auch noch machen könnten. Könnten die Zugstrecke hier hinbauen. Vielleicht ein bisschen weniger im Weg um, meiner Meinung nach. Ob das auch der Fall ist, ist was anderes. Erster Zug, dann die Hauptgebäude vorne. Das wird natürlich auch, wir brauchen hier eine zweite Zugstrecke, ne? Just saying. Dass da noch was hinkommen muss, weil sonst sieht es hier ein bisschen kacke aus für uns. Sagen, wir bauen davor schon eine hin. Also wir bauen hier schon eine hin. Also das bauen wir im Bereich. Versperrt durch Mast. Ne, geht nicht, Scheiße. Siehst du? Geht nicht. Natürlich.
wir es nochmal. Probieren wir es nochmal. So. Ihr wolltet mehr Gastkomfort. Den könnt ihr haben von mir aus. Aber der kostet halt auch, ne? Ja, ist ein bisschen enger da hinten, aber ist ja wurscht. Mir geht es ums Prinzip. Das Prinzip steht hier mal. Ich hasse das, wenn man jetzt, wenn das wieder nicht funktioniert. Ey, das geht mir sowas. Ist, ich finde das so nervig. Nicht unbedingt perfekt geworden, aber es reicht. So, Gaskomfort müsste jetzt eigentlich hoch genug sein, sobald dieses Ding fahren kann. Oh, die sind wichtig. Jawohl. Können wir starten. Man den hätte man schon mal 50%. Edmontosaurus. Das kannst du gut machen. Let's go. Genau, so das Einzige, was wir jetzt noch brauchen, ist ein kleines Kraftwerk. Um unsere Hauptdinge in Betrieb zu nehmen.